Leute, es lohnt sich wirklich für dieses Land einzustehen, für unser Land einzustehen. Also ich war dabei, als es aufgebaut wurde wieder. Ich habe es selber nicht machen müssen. Mir ging es auch eigentlich schon gut, als ich geboren wurde, also verhältnismäßig gut. Von all dem her gibt es nichts zu meckern, aber trotzdem haben wir von Anfang an immer wieder halt erlebt, schon als Kinder, dass die Deutschen doch eine Schuld zu tragen hätten. Ja, das will ich da gar nicht mehr drauf eingehen. Das ist ein alter Hut, damit muss endlich mal vorbei sein. Aber ich habe das auch miterlebt. Und jetzt muss ich sagen, jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir für unsere Werte wirklich wieder einstehen müssen. Ja, und sollten. Und uns nicht auseinandertreiben lassen. Verschiedenste Richtungen. Also ich meine jung gegen alt, rechts gegen links und all das, ja. Ich meine, jeder hat doch das Recht. Und da war ich immer stolz darauf, ja, früher noch, wirklich, ganz lange, stolz darauf, in so einem Land leben zu dürfen, in dem du wirklich deine Meinung sagen durftest. Zumindest hatte ich das Gefühl, ja, dass es dann wirklich so war. Also Parteien haben mich noch nie wirklich interessiert. Ich habe mal wirklich auch die Grünen gewählt, und zwar aus dem Grund heraus, weil ich glaubte, sie würden ganz was Tolles für unsere Natur machen. Die Natur, die mir immer wirklich sehr am Herzen liegt, die Tierwelt, die Natur, die Menschen, dass es uns allen gut geht und dass es auch wirklich in Frieden geht, miteinander zu leben. Ist nur jetzt in unserem Land los. Ja. Und wenn ich dann zurückdenke, ja, ich will nicht nur einen damit jetzt auf die Schuld geben, sondern es gibt keine Schuldigen, ja. Es gibt Prüfungen, die wir alle haben, es gibt Aufgaben, die wir alle haben, auch die Politiker, auch Frau Merkel. Aber seit Frau Merkel wirklich an der Regierung ist, geht es irgendwo in eine andere Richtung. Das muss man wirklich so sehen, ja. Natürlich gibt es überall Riesenprobleme auf der Welt zu bewältigen, ja, von in jegliche Richtung. Und das ist nicht so leicht, da die richtigen Wege für alle zu finden. Und dennoch ist das jetzt, was jetzt geschieht, definitiv wirklich der falsche Weg. Ja, und jetzt ist wirklich die Zeit da, wir dürfen uns nicht mehr verstecken. Wir müssen uns für diejenigen einsetzen, aber auf dem richtigen Weg, nicht auf dem Weg, den sie uns vormachen, mit der falschen Fürsorge. Denn wenn sie es ernst meinen würden, die Regierenden, dann hätten sie schon längst für eine Veränderung gesorgt. Für eine Veränderung zum Beispiel für die alten Menschen, ja? Die Rentner, Rentnerinnen, die Kinder, ja? Die Schwachen, die sich selbst als nicht helfen können. Ne? Und es hätte schon längst Lösungen gegeben, wenn nicht immer das große Geld aus den Steuern heraus in eine Richtung gehen würde, die nicht die richtige ist. Und es ist sehr, sehr wichtig, jetzt sich darauf zu besinnen, auch auf Jesus Christus. Jesus Christus hat uns etwas gegeben, etwas geschenkt, was so wertvoll ist, dass wir es niemals verlieren dürfen. Niemals. Ja, und das ist in unserem Herzen verankert. Und das ist wirklich wahre Liebe. Wahre Liebe, die wirklich jedem Wesen die Freiheit wünscht und auch dafür sorgen will, dass es so kommt. Und dazu gehören auch die Tiere. Und da haben wir Menschen noch große Probleme damit, oder viele von uns Menschen, das anzuerkennen. Ja, dass den Tieren genauso der Lebensraum zusteht, wie uns auch. Mhm. Ja, und da müssen wir eben halt auf einiges verzichten. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Wie gesagt, ich habe es auch erlebt, ohne all das über den Überfluss zu haben. Und wir waren als Kinder und auch später noch wirklich glücklich. Wirklich mit dem, was wir hatten. Wir konnten uns nur freuen, ja, über die einfachsten Dinge. Und das sollten wir wieder lernen. Uns freuen. Auch über die einfachen, über die kleinen Dinge des Lebens, über das Miteinander,
mit unseren Lieben und wirklich etwas tun zu können, dass es uns allen gut geht. Und nicht zu vergessen unsere Mutter Erde, denn wenn wir die nicht mehr haben, dann ist es wirklich vorbei, dann haben wir nichts, ja, auf dem wir leben können. So einfach ist das. Und deshalb jetzt ran. Und es gibt Möglichkeiten, ja. Es gibt Möglichkeiten wirklich für jeden Einzelnen von uns, wo er steht, wo er ist, dass er seinen Teil dazugeben kann. Sei es nur ein bisschen, sei es nur wenig. Der andere kann mehr aufgrund, weil er vielleicht mehr Geld hat oder mehr Einfluss hat, dann sollte er das auch benutzen. Es geht aber jetzt darum, dass was das Einzige ist, was wirklich wichtig ist. Eine wundervolle, friedliche Gemeinschaft auf diesem Planeten zu leben. So, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, eure Renate.